Hallo zusammen, ja, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio. Ja, der Kanal hat sich ja jetzt in den letzten 2 Tagen von der Größe fast verdreifacht. Das ist super gut, das gefällt mir sehr. Ich grinse von Ohr zu Ohr. Und ja, das habe ich natürlich auf der einen Seite der Seppelpower zu verdanken. Sebastian, schönen Dank, dass du mich so fleißig verlinkt und gemacht und getan hast und auf deinem Kanal Werbung für mich machst. Finde ich super, Daumen hoch. Wenn euch das Thema Handys interessiert, ne, Seppelpower so als Tipp, dann da seid ihr gut aufgehoben. Und auf der anderen Seite sind natürlich jetzt eine ganze Reihe Leute auch rübergekommen von meinem Warcraft-Channel. Auch euch erstmal, ne? Grüße jetzt hier bei Snake Oil Audio. Finde ich klasse, dass ihr so zahlreich hier rübergekommen seid. So, und ich denke mir, mit so vielen neuen Leuten jetzt auf einen Schlag hier am Start, sollte ich da auch mal erzählen, wo ich mir vorstelle, wo die Reise auf diesem Kanal hingehen soll. Also Audio ist natürlich klar Nischenthema und so weiter. Und dabei wird es auch bleiben. Also ich werde nicht anfangen, über Handys zu sprechen. Da werde ich dem Seppel nicht ins Handwerk fuschen. Ich werde auch nicht anfangen, über Fernseher zu sprechen und so weiter. Es wird bei Audio bleiben. Vielleicht mache ich mal einen Abstecher hier und da. So in den Home-Cinema-Bereich oder so, das durchaus, das ist ja auch dann Audio. Aber es wird schon relativ schmalbandiges, thematisch wird es schon relativ schmalbandig bei Audio bleiben. Was habe ich innerhalb dieses Bereichs vor? Also, ein großes Ziel von mir ist es, ich würde hier gerne Sachen selbst bauen. So, warum, weshalb, wieso? Ich finde diesen Gedanken, den es in Software gibt, der in der Software eigentlich völlig normal ist, dass man Open-Source-Projekte hat, dass man ein Projekt hat, wo verschiedene Parteien mitwirken, aus Spaß an der Freude, und man hat hinterher ein Produkt, was auch nichts kostet, was einfach jeder so benutzen kann, nachbauen kann und so weiter und so fort und auch gegebenenfalls verändern kann und so. Das, finde ich, ist ein extrem reizvoller Gedanke. Und ich bin jetzt natürlich nicht der Erste, der im Hi-Fi-Bereich auf die Idee kommt. Klar, es hat auch schon Open-Source-Hi-Fi-Projekte gegeben. Und so, und das ein oder andere Projekt, für das ich mich da interessiert habe, was ich mir angeguckt habe, das war auch auf einem brutal hohen Niveau. Da war ich wirklich erschreckt, wie gut das Zeugs war, was dahinter dabei rausgekommen ist. So, und das ist natürlich dann immer, ne, in so einem internationalen Umfeld, in Englisch, ne, in amerikanischen Foren und so weiter. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich habe mich bewusst entschieden, diesen Kanal auf Deutsch zu machen, und das ist auch gut so und das soll auch so bleiben. Aber trotzdem finde ich diesen Gedanken von Open Source gut. Und wie gesagt, das würde ich gerne im Selbstbau hier auf diesem Kanal vorantreiben. So, die Sache ist, meiner Meinung nach sollte man dafür einfach so einen gewissen Zuschauerstamm haben. Ja, also das, ich finde einfach zum jetzigen Zeitpunkt, damit anzufangen, wäre einfach noch nicht richtig, weil man kann davon ja nicht ein Video nach dem anderen machen. Das ist ja einfach dann auch mit Kosten verbunden, ist mit Zeitaufwand verbunden und. Dann muss man ja wirklich was in die Hand nehmen, um dann auch mal voranzukommen. Und ich habe mir da persönlich so eine magische Grenze gesetzt von 1000 Abonnenten. So, dann kann man mal anfangen, Sachen ernsthaft zu bauen und so weiter und so fort. Das heißt jetzt nicht, dass es unter gar keinen Umständen vorher irgendwas Selbstgemachtes geben wird. Kann schon sein. Ich denke da schon über 2, 3 verschiedene Sachen nach, die man mal angehen kann. Aber grundsätzlich, um das Thema zu forcieren, finde ich, braucht es eine gewisse Zuschauerschaft. Sonst ist ja einfach der Aufwand im Vergleich zur Reichweite, sozusagen, die man generiert, nicht angemessen.
Könnt ihr eine andere Meinung zu haben und so weiter, ist legitim. Aber irgendwo muss man für sich so eine Grenze setzen und das wäre so für mich so eine Größenordnung. Also wie gesagt, Selbstbau, aber dann halt immer kombiniert mit Pläne auch teilen, ne, die ganzen Konstruktionspläne, am besten auch, wenn benötigt, CNC-Dateien, 3D-Print-Dateien und. Also dass man das wirklich wie so ein IKEA-Regal dann selber auch zu Hause nachvollziehen kann und so weiter. Und was ich halt auch wichtig finde, da versuche ich schon irgendwie so Leute zu kontaktieren, von denen ich denke, die haben viel Ahnung, die haben viel Erfahrung. Ich finde, man darf da auch nicht nur so ganz stringent auf seiner eigenen Linie rumdudeln, sondern ich finde, es ist da auch wichtig, sozusagen mit anderen Leuten, die Sachen entwickeln, die auch ein bisschen Erfahrung haben, schon mal ein paar Sachen gebaut haben, da auch so eine gewisse Rücksprache zu halten oder zu sagen, komm, ich schicke dir das mal rüber und du guckst dir das mal an und dann sagst du noch mal deine Meinung dazu und gibst mal deine Ideen kund. Was kann man daran besser machen, was kann man anders machen? Wie gesagt, Open-Source-Gedanke. Ne? Open-Source heißt ja nicht, einer macht das und shared die Ideen. Ne? Gibt es auch. Ne? Nelson Pars hat das ja gemacht oder macht es immer noch, dass er dann Verstärker-Designs sich ausdenkt und die öffentlich stellt und sagt, hier könnt ihr nachbauen. Aber wie gesagt, ich finde so eine interaktive Herangehensweise da eigentlich viel, viel cooler, damit man sich nicht so in einer Richtung verrennt, was jetzt so gerade dem persönlichen Geschmack entspricht, aber jeder andere sitzt so davor und denkt, was hat er sich denn dabei gedacht? Verstehe ich nicht. So, ne? Also wie gesagt, das ist so eine Zukunftsperspektive, wo ich gerne hin möchte. Jetzt sage ich mal ein Ding, wo ich nicht hin möchte. Was ihr hier sicherlich nicht kriegen werdet, sind Hi-Fi-Tests von aktuellen Produkten. Also ich werde jetzt nicht durch alle Kölner Läden rennen, mir ständig irgendwelches Hi-Fi-Gear übers Wochenende zum Testen ausleihen und dann am Montag wieder zurückbringen. Das mache ich zum einen nicht, weil ich es assi finde. Das ist einfach unfair gegenüber den Händlern. Würde ich nicht tun. Auf der anderen Seite, also ich finde es dann assi, wenn man es nicht, kein Kaufinteresse hat. Wenn ihr das natürlich macht, weil ihr das kaufen wollt, ist das was anderes. Dafür bieten die den Service ja an. Aber wenn ich von vornherein weiß, ich möchte mir nur das Gerät mal angucken, um da ein YouTube-Video drüber zu machen, fände ich es unfair. Deswegen würde ich es nicht machen. So, wenn ich sowas mache, das kann hier und da mal vorkommen, dann geht es aber um ein Produkt, wo sozusagen einfach was Neues passiert. Ja, also ich sag mal, als vor einigen Jahren die Class D-Verstärker rausgekommen sind. Das war was Neues, ne? Das hat es bis dahin nicht gegeben und so weiter und plötzlich tauchten die überall irgendwie auf und alle so, wie klingt das denn, wie spielt das denn und so weiter und alle wurden ganz wuschig und mussten das dringend mal ausprobieren. So, wenn sowas passiert, klar, wenn ich sehe, okay, da ist jetzt ein Hersteller, der macht jetzt was ganz anders, als er das traditionell 20 Jahre lang gemacht hat, da wäre ich natürlich auch interessiert, mir das mal anzuschauen. Aber ich würde nicht jetzt anfangen, was sind die besten Regallautsprecher bis 500 Euro? Also nicht meine Baustelle. Da gibt es genug Leute, die das tun. Es gibt auch genug Händler im Netz, die immer wieder ihre Produkte vorstellen und so weiter. Alles gut, aber da möchte ich nicht mitspielen. Das ist ein anderes Gewerk sozusagen. Was mich mehr interessiert, ist, was ich ja jetzt zurzeit auch schon mache, grundsätzliche Gedanken zu grundsätzlichen Bauformen, Kategorien von Geräten oder. Ne? Wie funktionieren die grundsätzlich? Was sind bauartliche Vorteile? Was sind bauartliche Nachteile? Gibt es da Sachen, die so ein bisschen aus der Menge rauspoppen? Was sind gute Ideen? Was sind schlechte Ideen? Das ist eine generelle Thematik, die mich sehr interessiert, weil es ja schon ganz, ganz viele gute Ideen in der Hi-Fi-Branche gibt. Aber es gibt bei weitem nicht so viele gute Ideen, wie es uns die Werbung dann glauben machen will. Das ist ja irgendwie
So laut Werbung ist ja quasi jedes halbe Jahr der nächste riesengroße Durchbruch. Aber wenn man es dann mal an der Realität überprüft, stellt man dann fest, ja, da hat wieder jemand einen anderen Namen an eine Uraltsache dran geschrieben. Okay, war kein wirklicher Durchbruch. Also über solche Sachen zu sprechen, interessiert mich schon sehr. Wenn ich sehe, okay, da macht jemand was anders, warum macht er was anders, was sind die Pros und Kontras dafür und dagegen und so. Darüber werde ich weiterhin sprechen. Was mich auch interessiert, so Thema Gerätetests, wären Geräte zu besprechen, Vintage-Geräte. Weil da muss man auf der einen Seite, muss ich da keine Angst haben, jemandem auf die Füße zu treten. Wenn ich mal sage, das ist einfach gruselig, Horror, 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 Finger weg. Weiß ich, das ist ja ein Produkt, was es eh nicht mehr auf dem Markt gibt und was eh nicht mehr gebaut wird. Also da trete ich dann nicht in jedes Fettnäpfchen, was es gibt. Und auf der anderen Seite, na hier, das ist irgendwie ganz toll, war damals toll, ist heute toll. Das sind dann natürlich auch Tests, die Spaß machen. Aber wieder in so einer Vintage-Richtung. Das kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich auch schon dabei, mit dem einen oder anderen Kontakt aufzunehmen, dass man dann an die Geräte rankommt. Weil ihr könnt euch vorstellen, ich kann ja jetzt nicht jede Woche irgendein Hi-Fi-Gerät kaufen, um euch zu sagen, ja, ich finde das gut oder ich finde das schlecht. Wird ja irgendwie nicht gehen. Da muss man mal gucken, wie man das genau gestalten kann. Dass ich auf der einen Seite objektiv sein kann und auf der anderen Seite keinem auf die Füße trete. So. Ja, das sind so die zunächst mal so die Aussichten auf die Themenbereiche, über die ich so sprechen möchte. Und wenn ihr Ideen habt zum Thema, zu verschiedenen Themen, hey, darüber würde ich gerne mal was wissen, darüber würde ich gerne mal was wissen. Wenn ich davon halbwegs Ahnung habe, also genug Ahnung habe, um drüber zu sprechen, würde ich was dazu machen. Es gibt natürlich Bereiche, mit denen habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Hi-Fi ist ein riesiges Feld und ich habe auch nicht alles schon mal irgendwie in der Hand gehabt und damit rumgefuckelt, was es auf dem Planeten gibt, ist ja klar. Und zum Beispiel der hier Franks Werkstatt der Lautsprecher macht gerade Videos über Zeilenlautsprecher. Finde ich super interessant. Ich habe mal die eine oder andere Zeile gehört. Ich weiß, wie sowas spielt oder wie sowas spielen kann, aber ich habe keine Ahnung davon, weil das so eine seltene, extrem seltene Bauform ist, habe ich mich nie ernsthaft mit beschäftigt. Jetzt bin ich auf seinem Kanal, höre mir das alles ganz fasziniert an und bin auch begeistert, wie er das aufarbeitet. So, aber das wäre jetzt ein Thema zum Beispiel, da könnte ich nicht drüber sprechen, weil ich da einfach keine Ahnung von habe. Und dann sage ich es auch, habe ich keine Ahnung von, sorry. Und es gibt andere Themen, wo ich mich ganz gut auskenne, wo ich denke, ja, da kann ich schon das ein oder andere zu beitragen. Mache ich mal ein Video. Oder ich sag mal, das ganze Thema Digitalbereich, ich habe da so eine Grundahnung, aber das ist auch mehr so ein Grundrauschen. Also wenn man es dann wirklich genau wissen will, was geht im Digitalbereich ab, Hans Beekhuizen, ne, der Holländer, gucke ich auch immer voller Begeisterung, der dann richtig so tief ins Digitale hineinbohrt mit dem Finger und guckt, was ist denn da genau los im Detail. Finde ich super. So tief reicht dann an der Stelle mein Wissen nicht. Aber ich habe durchaus Bereiche von Hi-Fi, mit denen ich mich gut auskenne. Und ich habe auch so eine allgemeine, übersichtige Idee. Und ja, da werden einige Videos in der Richtung halt kommen. Aber wie gesagt, wenn ihr so spezielle Ideen habt, spezielle Sachen, wozu ihr was wissen und sehen wollt, schreibt es total gerne in die Kommentare rein. Und wenn ich Ahnung davon habe, bin ich für so eine Anregung auch immer dankbar und mache dann was dazu. Und so weiter. Ja, also, wer grundsätzlich Bock hat auf Selbstbau und eventuell sogar selber Sachen fertigen kann, das wäre natürlich total gut, wenn ihr mir mal eine E-Mail schreiben könntet und sagen könnt, hey, ich habe einen 3D-Drucker, ich habe Spaß an 3D-Druck, wenn du mal ein Plastikteil
gebaut haben brauchst, musst, dann ping mich doch mal an. Ne? Oder ich habe hier irgendwie Holzverarbeitung oder ich kann CNC fräsen oder ich kann, was auch immer. Fände ich immer natürlich total gut. Also weil dann, ne, muss ich nicht loseiern, ja, wer könnte mir das denn jetzt machen? Ich habe keinen 3D-Drucker hier stehen. Jetzt brauche ich was gedruckt, wo kriege ich denn das her? Wäre ich auch irgendwie dankbar und gegebenenfalls kann man sich da ja auch austauschen, wenn, wenn ihr sagt, ja, da kann ich in einer Kleinserie, ne, mal irgendwie für 10 Geräte oder so, könnte ich das auch mal irgendwie in Kleinserie drucken, würde ich dann irgendwie den und den Preistag dranhängen. Wäre total gut. Also, ja, wenn ich da irgendwie so eine Datenbank an Leuten habe, eine kleine, wo ich weiß, hey, der kann dies herstellen, der kann das herstellen, das ist natürlich für Selbstbau immer total praktisch und so weiter. Ja, ich hoffe, das sind Themen, die euch interessieren. Ich hoffe, ich kann euch da echt mitnehmen und mal gucken. Ich werde es ja in den nächsten Tagen sehen, ob ihr alle wieder in Scharen den Kanal verlasst und sagt, ja, okay, ne, alter Mann, geh weg, erzähl das einem anderen. Oder ob ihr sagt, ist schon interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Hi-Fi so interessant sein kann. Ne? Mal schauen, wo wir da landen. Erstmal freue ich mich darüber, dass ihr alle da seid. Wahnsinn, wie gesagt, wie der Kanal jetzt in den letzten 2 Tagen explodiert ist. Klar, ne, wir sind noch eine extrem kleine Gruppe. Wir sitzen jetzt zurzeit echt noch ums Lagerfeuer zusammen. Aber als Startschuss ist das schon mal fantastisch, in so einer kurzen Zeit so eine Reichweite. Wahnsinn. Also geht bestimmt auch weiter. So, jetzt sage ich, ne, in dem Sinne, bleibt mir gewogen und natürlich wie immer Glück auf!